Mac Race. Was haben wir denn bei Mac Race? The Ultimate Racing Experience at Home. Darüber möchte ich jetzt nicht urteilen. Also nicht über Mac Race, sondern eigentlich über das, was da draufsteht. Aber ich sehe, ich habe so das Gefühl, hier wird noch so eine richtige, so eine Evolution kommen. Aber auch wieder mit wenig Platz das Maximalste rausgeholt, ne? Schön noch mit dem Logitech, unten drunter noch eine Holzplatte gemacht. Wahrscheinlich hat es zu doll gerattert auf dem Boden. Ah ja, der wurde dann irgendwann auf Stahl geupgradet. Oh, sogar mit Inverted Pedals. Nicht schlecht, Herr Specht. Da wurde ein bisschen was modifiziert. Leider sind die Bilder so klein. Oh, hier hat sich jemand einen Reifen gesnackt. Mit denen zum Tisch gemacht. Oh, da gab es dann irgendwann nochmal ein eigenes Zimmer, so wie es aussieht. Ich bin gerade verwirrt. Aber das ist auch schick. Ich bin gerade verwirrt. Hängt das da jetzt an der Wand oder? Weil das sieht ja aus, als wenn hier so eine Ecke drin ist. Aber schön. Also, da wurde einiges geupgradet über die Zeit. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay, McRalf hat die Dinger einzeln gepostet. Okay, McRalf hat irgendwann einfach komplett übertrieben. McRalf hat einfach irgendwann komplett übertrieben. Er hat gesagt, er hat sich gesagt so, ach, wisst ihr was, Leute, wir gehen jetzt voll rein. Ja, der hat sich einfach gedacht, wir machen irgendwann alles fertig. Nee, das möchte ich nicht, sonst kriege ich Ärger. Das ist echt eine schöne Ecke geworden. Das ist eine schöne Ecke geworden bei McRalf. Das gefällt mir. So, Mr. Profit. Was haben wir denn bei Mr. Profit? Mr. Profit hat auch wenig Platz und hat das Maximalste rausgeholt. Mr. Profit ist die Devise lieber zu lang als zu kurz. Weil es auch wieder mit wenig Platz das Maximalste rausgeholt. Das ist echt schick. Das ist wirklich Maßarbeit. Das ist wirklich Maßarbeit. Geil. Marcel Penzkofer, ist das richtig? Penzkofer, ich hoffe, das ist richtig. Wir überraschen uns und gucken einfach. Oh, alles klar. Das ist ziemlich geil und ziemlich aufgeräumt, sehr sauber. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr aufgeräumt, mein Freund. Alter Verwalter. Nicht schlecht, Herr Specht. Da liebt jemand sein Hobby. Also hier steckt wirklich sehr viel Mühe drin. Oh, die Pedale kenne ich gar nicht. Krass. Also nicht krass, dass ich die Pedale nicht kenne, sondern das Rig ist wirklich sehr schön gebaut. Wow. Also das ist halt, also das ist schon wirklich, wirklich top-notch. Wow. So, ich würde sagen, wir gucken mal bei Dwayne's rein. Das kenne ich, glaube ich, selber schon. How it started, how it's going. Ja, Wayne hat ein bisschen Geld ausgegeben. Ist am Schreibtisch gefahren. Am Schreibtisch mit Handschuhe. Und jetzt schon mit Helm. Also immer noch mit Helm. In iRacing LMP. Mit Triple Screen. Das ist schon geil. Das ist schon ein wildes Upgrade. Das ist wirklich ein sehr wildes Upgrade, Dwayne. Da freue ich mich sehr. Alright, hier kommt auch wieder, oh, wow, von Demon Tricks. Okay, wir haben im Stuhl angefangen, mit einem Thrustmaster. Okay, auf dem Fernseher. Das ist, denke ich mal, die Medium-Stufe. Aber auch hier wieder mit Boxen, ne? Viele fahren wirklich mit Boxen, das ist echt krass. Was kommt jetzt hier? Das ist wirklich schick geworden, guck dir das mal an. Das ist auch wieder eine sehr schicke Ecke geworden. So aus dem, als man mal nichts, also als man mal oder als man mit nichts angefangen hat und dann hier hinzugehen, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Das ist wirklich echt ein tolles Gefühl. Und hinten ist alles drauf und aufgeräumt. Das ist wirklich fantastisch geworden, Demon. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Das sieht wirklich sehr ordentlich und sehr aufgeräumt aus. Aufgeräumt aus. Marcel, Macker Motorsport. Endlich mal jemand, der mit dem Buslenker fährt. Alrighty. Was haben wir denn? Was wurde hier denn alles gebaut? Oh, warte mal. Hat der eine Simmagic? Und sogar Simmagic Quick Release hinten dran? Ohne Kabel wahrscheinlich?
Pferd, ah ja, siehst du, Pferd komplette Simmagic-Ausstattung wahrscheinlich. Bis auf das Wheel. To make it real. Oh, schön, und eine Denso-Flag dran. Nice. Das ist auch ein schönes Rig. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut. Da ist wirklich eine Menge Stuff schon dran. Das ist schon wirklich sehr krass. Moment, was? Okay, wir haben 4 Bildschirme auf dem Tisch. Also, Markus, bei Markus müssen wir ein bisschen raten. Markus hat sich, das Ding steht wahrscheinlich hier, ja, sieht so aus, das steht hier unten drunter, deswegen hat er das andere wahrscheinlich noch mitgepostet, ne? Ja. Dass man sich das quasi angucken kann. Aber ist auch halt unter den Tisch geschoben und dann kannst du dir hier einen losmachen. Finde ich schön. Also finde ich wirklich sehr schön. Und super simpel. Table Clamp Racing. Oh, die Leute haben so schöne Ecken und Schreibtische und beleuchtete Sachen. Geil. Das sieht auch wirklich super aus. Also so alles so rundrum mit dem ganzen Licht und so. Da kann ich schon verstehen, dass man da auch mal gerne race, wa? Leon. Was haben wir denn bei Leon hier? Leon steht neben dem Bett. Aber auf Rollen, wa? So wie es aussieht. Oh, das sind ja invertierte Pedale, sehe ich gerade. Krass. Alright. Ist auch schön, Leon. Ist wenig, also verbraucht wenig Platz, ist aufgeräumt. Firefox, was haben wir denn bei Firefox? Ich glaube, bei Firefox ist das wieder ein bisschen ausgeartet, so wie das aussieht. Boah, Firefox hat sogar seinen Shifter modifiziert, krass. Aber hier ist auch alles dran, was du so brauchst, willst und haben kannst, ne? Also sehr viele Mods auch dran, gerade wenn man sich so die Dashboards anguckt hier, das ist auch nicht so standardmäßig. Also hier wurde schon ein bisschen gezaubert. Mich würde es nicht wundern, wenn jemand da selber auch bastelt. Also das sieht wirklich geil aus. Das sieht wirklich richtig geil aus. Oh, hier sogar mit eigener Flagge drin und allem Pipapo. Das ist schon nicht schlecht. Mich würde es wirklich nicht wundern, wenn da jemand selber gebaut hat. Firefox. Das sieht wirklich schön aus, Firefox. Das ist ein schönes Rig. Psycho Ace nochmal in der belichteten Version. Oho. Ja, das sieht doch auch schick aus. So, gucken wir mal bei Silvio. Okay, Silvio hat, man darf nicht alle Bilder auf einmal posten, glaube ich. Moment, Karl. Dann gehen wir das mal durch. Bisschen zum Anschauen hier. Okay, man weiß, dass Silvio auf jeden Fall ambitioniert ist. Die Menge an Buttkickern, die an diesem Rig verbaut sind, sagen alles aus. Fantastische Wheelwahl. Fantastische Wheelwahl. Was haben wir denn hier? Da ist der E-Stop. Dann haben wir noch wieder ein bisschen Belüftung. Ja. Stream Deck hängt auch noch unten. Ah ne, hier können wir wieder durchklickern. Der ist sogar beleuchtet, der Knopf. Wurde der selber gemacht? Okay, da sind noch die Timings drauf und alles. Lenkrad. Bist du Easter-Fanatiker oder? Nee, ach nee, wir müssen weiter gucken. Da hat auf jeden Fall jemand sehr viel Spaß mit SimHub gehabt. Ja, da hat jemand ganz viel Spaß mit SimHub gehabt. Denn, was haben wir denn hier? Das sind Nuos. Da ist auch ein Bass-Shaker dran. Ah, hier ist der Verstärker für die Bass-Shaker. Schöne Pedale. Das ist wirklich ein schönes Rig. Kann man jetzt sagen, was man will? Benson! Wie fährt denn Benson? Oh, Benson hat sein ganzes Ding auch auf Rollen hier. Benson habe ich noch nie gesehen. Aber das sieht auch schön aus. Das sieht wirklich sehr schön aus, was Benson hier hat. Auf Quad-Screen erweitert. Haben wir Benson schon mal gesehen? Benson haben wir schon mal gesehen, ja. Jetzt hat er 4 Bildschirme. Fancy, fancy. Wir sind jetzt zu Ende und ihr guckt in der nächsten Folge weiter und wir gucken jetzt gleich weiter. Dankeschön fürs Einschalten und Zugucken und ich wünsche dir einen fantastischen Tag und vielleicht sehen wir uns nächstes Mal, währenddessen wir uns das live angucken im Stream. Außer rein, bis in Dancen, ciao Kakao, auf Wiedersehen.